Hallöch meine Freunde, weiter geht's bei Let's Play Enigmatis 2, die Nebel von Ravenwood. Wir müssen hier irgendwie, hier Wasser und Feuer, volle Hitze machen. Dafür brauchen wir den maximalen Wasserpegel und die volle Hitze. Und dafür brauchen wir halt noch einen Schlauch und einen Anzünder, aber ich weiß jetzt nicht, wo wir den herbekommen sollen. Darum müssen wir jetzt mal ein bisschen ausprobieren. Mir wird hier bei der Karte nur angezeigt, dass hier die Ausstellung, dass es hier noch was zu tun gibt. Anders können wir gar nicht laufen. Also doch, wir können schon anders laufen, aber wenn wir hier bei der Karte... Oder? Nee. Wenn wir da nur Ausstellung drücken, dann kommen wir immer nur hier hin. Also muss es in diesem ganzen Bereich noch etwas geben, was ich übersehen habe. Da habe ich was übersehen. Da liegt immer noch so ein Klo. Oder ist das ein Klo? Weiß ich nicht. Neben dem Deckel ist ein kleiner Spalt. Ein dünnes Werkzeug würde helfen. Dafür... Ja, das geht mir am meisten. Okay. Da haben wir schon mal. Wissen wir schon mal gleich, wie es weitergeht. So, da ist ein Schlauch. Hier mit dem Sechskant. Den Innensechskantschlüssel. Gummischlauch, Anzünd... Oh, Anzündholz. Dann haben wir das schon mal alles schön da zusammen, ne? So, dann machen wir erstmal die Sechskantschrauben raus. Dann fährt das Ding darüber. Bom. So, dann müssen wir den Schlauch hier einstecken. Und den ins Wasser. Oder was sollen wir damit machen? Ins Wasser einfach? Ja. Einfach ins Wasser und dann nur noch Anzündholz. So. Da sieht man schon mal, was das für eine neue Kraft gibt, wenn man einfach eine neue Folge startet. So. Die Temperatur muss höher sein. Durch den offenen Deckel ist die Temperatur nicht hoch genug. Ja, dann machen wir doch mal zu, oder? So. Und jetzt? Muss ich erst Hebel drücken oder was muss ich drücken? Mann, ich... Ah, das ist fürs Pumpen, okay. Okay, und jetzt den Hebel. Okay, und jetzt kommt ein tolles Minispiel. Ich hoffe mal, das wird nicht doof. Hebe mit dem Kran Baumstämme an, transportiere sie und lasse sie in den Fluss fallen. Die Hebel sind jedoch heikel und führen eine bestimmte Handlung nur aus, wenn sie in der richtigen Abfolge eingestellt werden. Oh, achso, da oben steht was. Warte schon. Ah, jetzt habe ich schon alles verstellt. Nein. Stell wieder zurück. Na egal. Okay. Also runter ist so. Na super. Na super. Warte mal, ist das eigentlich... Kommt eigentlich das gleiche raus? Nee, ne? Jetzt habe ich es andersrum. Ich muss noch der andere hoch. Super. Ich muss da wahrscheinlich Tausende machen, oder? So, dann haben wir schon mal eins. So, jetzt muss das eine runter. Nein, das Arme ist... Warte mal, ich glaube, ich wusste es. Wenn hätte ich den einen nur gedrückt, dann... Guck mal, so ist auf jeden Fall das da. Warte mal, den anderen hatte ich doch vorhin schon mal. Jetzt habe ich die ganze Zeit nur den. So. So. Und jetzt noch den einen runter. Baumstämme sind in Reichweite des Krans und zum Abheben bereit. Okay. So, kann ich da jetzt nicht schon einfach rüber balancieren? So, erster. Hätte ich mir mal das gemerkt, ne? So, ich weiß, da gibt es sicher irgendein System, aber ich... Drücke ich da nur auf die Tasten rum. So. Dann das andere. Was ist denn? Warte mal, der eine muss hoch. Das ist nicht gut. Ist auch nicht gut. Das ist eh falsch. So. Jetzt muss es bloß andersrum sein. Ach.
so auch nicht. So. Hey, das reicht doch. Du kannst darüber balancieren. Ah, okay. Oh, geht zum Glück. Kranführer. Oh. Wollte ich jetzt gar nicht. 13 von 35 Errungenschaften. Wir haben jetzt 10 Schmetterlinge. Naja, gehen wir mal zum anderen Flussufer. Ein gewöhnliches altes Schloss. Mit einem dünnen Werkzeug könnte ich es öffnen. Das ist so ein Illusionsobjekt. Hat das Ding ja auch gerade geleuchtet? Ich weiß es nicht. Warte ich mal kurz. Da. Okay. Das war der Schornstein. Ein Waschbrett und sauberes Wasser. Die Aussparung ist ähnlich geformt. Hättest du das Ding halt mal vorhin noch mitgenommen? Die Nägel ragen etwas heraus. Mit dem Spachtel geht das leider nicht. Ich kann darin einige Bretter erkennen. Auf dem Berg... Ah, hier, guck mal. Stopp. hier haben wir einen Nagel. Ich möchte das Ding nochmal lesen. Die Straße ist vollkommen unpassierbar. Meinst du, ich möchte das andere lesen, was davor noch stand. Jetzt haben wir auf jeden Fall einen Nagel. Jetzt gucke ich erstmal durchs Fenster. Verbringen Sie einen Familientag im Ravenwood Park. Lernen Sie Dinge über die Arbeit, die Kultur und die Kunst der Holzfäller in freundlicher Camp-Atmosphäre. Besuchen Sie den Ravenwood Park mit der ganzen Familie. Sehen Sie die Mammutbäume wie nie zuvor. Nehmen Sie an spannenden Spielen teil. Befestige den Baumstamm, Wäsche-Wettrennen und vieles mehr. Da. Habe ich mir noch gedacht, wir können die Klammer noch mitnehmen. What was that? Is someone inside? Was war das? Warte mal, Büroklammer, wir brauchen noch irgendwas Dünnes. So. Mit einem zweiten Werkzeug könnte ich das Schloss knacken. Dann nehmen wir doch mal den Nagel noch dazu. So. Und ab geht's in die Hütte. Da ist noch ein Schmetterling. Eine beruhigende Szene. Ein Schraubenzieher. Er ist glühend heiß. Mit bloßen Händen kann ich den nicht einsammeln. Okay. Kann man noch nicht irgendwie ausmachen. Was mit der Lampe? Nix. Ist eine beruhigende Szene anscheinend. Hier sind neue Beweise. Beweisstück erlangt 15 von 26. Illusionsschema. So, dann kommt da so eine Blase drüber und dann erwacht er zum Leben. Eine Illusion. Die Bilder zeigen den Park, wie er sich von heruntergekommen und gruselig zu fröhlich und instand gehalten verändert. Eine Angestellte, ist das nicht eher ein Mann? Fröhliche Tiere, was soll das heißen? Illusion. Weiß nicht, auf jeden Fall ist das eine neue... Hä? Achso, noch ein neues Ding, okay. Wachmann. Die Wache leistet gute Arbeit. Die letzten drei neugierigen Schnüffler wurden gemeldet und schnell beseitigt. Sie zeigt leichte Anzeichen von Selbstwahrnehmung. Ein minimales Risiko. Entsorge diesen Beweis. Das ist der verlassene Kartenverkauf neben dem Parkeingang. Das ist diese Frau, eine Wache. Das wird die Karten Das wird die Kartenverkäuferin sein. Wer ist da unten drunter? It's you. I thought the bad man came for me, so I hid. Hui. Da haben wir einfach mal Becky gefunden. Okay, aber ich möchte mal kurz gucken. Gibt es hier noch irgendwas, was wir sonst noch machen können? Nee, aber ich gucke nochmal schnell bei den Beweisen rein. Dutzende Morde. Wachmann. Anzeichen von Selbstwahrnehmung. Könnte damit die Verkäuferin gemeint sein? Und warum steht dort Wache? Illusion. Das tun wir da rein. Eine Illusion. Also ist diese funktionierende, irgendwie glückliche Version des Parks gar nicht echt? Anscheinend.
So, aber ich würde sagen, wir reden in der nächsten Folge mit Becky. Die Folge ist jetzt leider schon vorbei, da haben wir noch ein Illusionsobjekt. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Vielen Dank fürs Zusehen und bis dann. Ciao.